Hallo meine lieben Konstruktionsfreunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Satisfactory. Ich habe jetzt hier das Ganze ja schon mal in der Abwesenheit von euch hier mal ins Laufen gebracht. Habe hier auch schon die entsprechende Produktionsstraße hier, das Fließband nach oben verlagert. Hier eine neue Stromleitung gelegt, das Ganze hier schon mal vorbereitet. Und das führt jetzt hier über dieses System. Habe das Kabel, das ursprünglich an dem Kollegen direkt hier an die Maschine gegangen ist, jetzt hier da oben hingepackt, um hier quasi diese Einschränkung von 4 Kabeln hier entsprechend zu berücksichtigen. Und jetzt kommen wir an den kniffligen Punkt, denn ich muss jetzt hier den Kollegen hier jetzt erstmal ganz, ganz kurz mal wegmachen. Das heißt, dass die Produktion jetzt hier kurz mal stockt, aber wir müssen jetzt hier den Förderband-Fusionator zusammenbringen. Wir müssen jetzt gucken, wie wir den jetzt am richtigsten hier anbringen. Bloß, dass das jetzt überhaupt geht. Ich persönlich bezweifle, dass das geht. Aber wir werden es einfach mal probieren, ob das da herangeht. Nein, das ist zu hoch. Das habe ich befürchtet. Das habe ich sogar sehr befürchtet. Das heißt, ich muss jetzt erstmal den hier erstmal abbauen. Ich muss den da abbauen. Und dann bauen wir jetzt erstmal hier ein Förderband so hin, dass es so legal dahin geht. Dann kann ich den Fusionator jetzt hier hinsetzen. Das da jetzt hier miteinander verbinden. Das geht jetzt komischerweise nicht. Ich weiß nicht warum. Das geht immer noch nicht. Okay, ich muss ihn also nochmal abbauen. Ist ja geil. Also gut, dann bauen wir jetzt hier nochmal ein klein wenig Förderband so hin. Dann will ich, wie gesagt, den Fusionator da so hinmachen. Ich mache den Kollegen hier nochmal weg. Damit es jetzt auf jeden Fall hingeht. Keine Ahnung, warum der Scheiß da unten dran ist. Den brauchen wir nämlich gar nicht. Und jetzt können wir das da oben ebenfalls runterführen. Irgendwie. Geht aber nicht, wie wir gerade eben sehen. Scheiße. Moment. Hochgehen erstmal. Hochgehen, hochgehen. Das kann man natürlich alles hier ohne Probleme jetzt auch in Angriff nehmen. So, denn wir können den jetzt ja auch mal hier hochführen und gucken, wie ich den hier vielleicht legal hinbekomme. So vielleicht. Und dann so vielleicht. Vielleicht muss ich auch so. Also es scheint momentan noch ein Platzproblem zu geben. Das können wir einfach mal an dieser Stelle so festhalten. Ich muss jetzt halt einfach einen Weg finden, wie ich diesen Klapperadatsch hier wieder runterkriege. Platzprobleme aus der Hölle. Ja. Und dann ist hier runterwärts. Was ist das Weiteste, was erlaubt ist? So. Boah, ist das krass. Okay, das hätte ich so nicht erwartet. Ja gut, es soll ja auch ein Förderband und keine Rutschbahn sein, ne? So, und jetzt führe ich das hier rüber. Und jetzt kann ich das endlich hier fusionieren. Hoffe ich doch jetzt mal. So. Und jetzt sind mir gerade eben die Metallteile ausgegangen. So, aber wir haben davon ja genug. Förderband. Da rein. Förderband. Da ran. So, und jetzt funzt es auch so, wie es soll. Und das heißt, wir können jetzt ja auch den Lagercontainer wieder hinmachen. Der jetzt halt ein bisschen anders dastehen wird. Der steht dann halt so da. Oder auch nicht. Ich sehe jetzt schon, dass es nicht geht. So müsste das gehen. Und jetzt läuft's auch. So, und jetzt seht ihr, jetzt kommen die hier zueinander. Das Lustige ist, die stocken jetzt gerade eben nur am Anfang. Ne? Ihr erinnert euch, dass die Teile sehr, sehr viel seltener gekommen sind. Das dauert jetzt einfach eine Weile, bis sich das jetzt hier eingependelt hat. Da wird später dann quasi wieder hier entsprechend immer eine Zeile im Grunde Luft sein. Bis das es halt soweit ist, gibt es halt hier ganz, ganz kurz mal so einen leichten Stau. Aber wir haben jetzt beide hier am Start. Im Übrigen, falls ihr euch fragt, wie habe ich es eigentlich gemacht, dass ich jetzt hier so viele von den Teilen da an das Stromnetz herangekriegt habe. Naja, ich habe was auf Standby gestellt. Also, hoppala, Moment, den brauchen wir ja gar nicht. Ich habe da drüben den Konstruktor von unserem lieben Beton erstmal auf Standby gestellt. Wenn ich jetzt diesen Schalter umlegen würde,
hätten wir wahrscheinlich einen kurzen und das System würde wieder ausfallen. So, in der Zwischenzeit wurden... nein, das wollte ich nicht. In der Zwischenzeit... Warte mal, das sind eigentlich bei 13. Also eigentlich muss das gehen, aber ich traue mich momentan nicht so richtig. Ja, das Problem ist, glaube ich, dass es halt auch eine Kombination aus dem... aus dem Erzförderer ist vom Beton. Deswegen will ich das Risiko gar nicht eingehen. Wir können theoretisch 10 Alien-Panzer, wenn wir 10 Stück hätten, untersuchen oder eine von diesen Nüssen. Was wir jetzt allerdings auch gucken müssen, warte mal, ich will mal eine von diesen Nüssen analysieren, dass wir das jetzt auch endlich mal wissen. Ich will wissen, was die Nüssen ist. Wieder da rein. Und jetzt gucken wir mal, was wir gelernt haben von diesen komischen Elektro-Snails. So, leider noch gar nichts. Achso, das kommt erst bei der nächsten Stufe. Die entsprechenden Dinger müssten hier einfach jetzt hier mit drin sein. Das ist auch nicht dabei. Irgendwo. Genau das hier. Die Energiefragmente. Schleim der Elektroschnecken zu einem festen, kristallähnlichen Fragment komprimiert. Es strahlt eine seltsame Energie aus. Das ist das, was wir haben wollen. So, schmeißen jetzt hier das Zeug rein. Schmeißen jetzt das Zeug rein. Ihr seht, es geht auch verflucht schnell. Dann haben wir hier die besseren... Voila. Vielleicht auch nochmal so ein 500er Stack. Da, ihr seht schon, ne? Das Problem hat sich jetzt schon gelöst. Ihr seht, ne? Jetzt läuft das fließend. Theoretisch würde sogar noch, glaube ich, ein drittes oder sogar ein viertes sogar noch hinpassen. Also, da kann man einiges zusammenfügen. Werden wir auch noch in der Art Zukunft alles optimieren. So, und jetzt werde ich das ja auch noch machen. Und jetzt haben wir hier den Unlock. Wo ist es? Nicht hier. Irgendwo kann ich das machen. Da, hier genau. Jetzt kann ich 2 Stück davon herstellen. 1, 2. Und die kann ich jetzt hier einfügen. Und ich mache das eher mal hier. Da unten, ihr seht's. Und dadurch erhöhe ich jetzt, wo haben wir's? Ups. Ein Potenzial, die Taktfrequenz sozusagen. Übertakten. Na? Übertakte! Du alles Teil. Achso, ja, ich muss es von Hand rüberziehen. Alles klar. Und jetzt können wir nämlich 27 Megawatt hier machen. Und dadurch kann ich jetzt den anderen Kollegen wieder einschalten. Ja, also ich muss jetzt halt im Grunde einfach auf Schneckenjagd gehen, um jetzt hier alles permanent am Laufen zu halten. So, einschalten. Den kann man übrigens auch übertakten, wie ihr seht, ne? Dann produziert der anscheinend schneller. Das war mir tatsächlich noch nicht bewusst, also Schnecken sind das wahre Gold in diesem Spiel. Ist das Spiel von Franzosen? Nein, den Witz mache ich jetzt nicht. ja gut, ich meine, man darf nicht vergessen, ne? Also Schnecken sind natürlich tatsächlich schon sehr, sehr faszinierende Lebewesen. Das darf man nicht vergessen. Die produzieren auch im medizinischen Bereich äußerst faszinierende Pharmaka. So, mehr Benzin bitte. Das muss ich halt nach wie vor immer von Hand machen und immer wieder nachschauen. Wie viele Rods haben wir denn jetzt? Ja, guck mal, jetzt auf einmal geht das richtig ab zur Sache. Bin ehrlich gesagt sogar am Überlegen, ob wir da unten nicht vielleicht sogar noch mal einen davon ansetzen sollen. So, wie viel? 21 von 27. 26 ist nochmal der Peak, wie wir sehen. Aber es funktioniert hier mit diesem einen kleinen Add-on, sage ich jetzt mal. Und das heißt, wir müssen jetzt erstmal gar keine weiteren Verbrennungsöfen mehr bauen. Theoretisch hätte ich den auch abreißen können und alles jetzt hier ranmachen. Hätte ich machen können. Würde ich Sprit sparen. Sprit ist mir so egal. Gerade eben. Was auch manche Leute kritisieren. Also zumindest im Livestream kam halt raus, dass so ein bisschen so der Gedanke nach Global Warming und so von manchen Leuten halt dann schon irgendwie sehr, sehr... Also sie hätten es gerne gehabt, dass es im Spiel drin gewesen wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt jeder so sieht. Ne? Ich weiß es bloß von den Leuten, mit denen ich da geredet habe. So, jetzt gucken wir mal, was wollen wir denn als nächstes machen? Objektscanner Beere. Dann kann ich rausgehen, wo Beeren sind. Was mich das? 2 Beeren. Die habe ich doch. Kostet mich 2 Beeren. Dann kann ich Beeren scannen. Das ist irgendwie Bearception oder sowas in der Art. Damit diesen Milestone jetzt ja auch noch anlockt.
Können wir noch machen. Treppen. Mehr Platz im Inventar. In meinem Inventar vor allem mehr Platz. Gönne ich mir. Weil ich es gut finde. Ich habe gerne mehr Platz in meinem Inventar. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich habe gerne mehr Platz in meinem Inventar. Wuppidi-wupp. Und schwuppidi-schwupp. Und starte! Das ist jetzt hier gerade eben Milestone-Party, ne? Additional storage options have been provided. R&D inflated your pocket dimension and developed a personal storage box accessible in the build menu. Meine Taschenkapazität oder Pocket Dimension. Das ist eigentlich ein Wortwitz, der völlig falsch übersetzt ist. Das sollte, glaube ich, wirklich heißen, dass ich so ein geheimes Taschenuniversum habe, also quasi eine Taschendimension. Und die wurde vergrößert im Grunde, Hightech-mäßig, Space, yeah. Und die übersetzen das mit Taschenkapazität. No. Das reißt mich total aus meiner Immersion. Nein, also ich spreche es nur mal an, ne? Dass da die Übersetzung eventuell ein bisschen so einen kleinen Verkehrsunfall hatte. So, in einer Minute und GmbH und Co. KG können wir dann weitermachen. Was wollen wir denn dann machen? Teilmontage, Manufaktor, Sprungfläche brauche ich nicht, Gehweg brauche ich nicht. Also wir sind jetzt eigentlich wirklich an dem Punkt, wo ich sage, Weltraumlift, wir kommen. Ah, hier, wir können noch mehr persönliche Aufbewahrungsboxen jetzt bauen. Yay. Noch mehr Wände. Türen. Super. Mega. Super kann die Fragelistisch und so weiter und so fort. Fundamente bleiben immer noch dieselben. So. Und Weltraumlift. 500 davon, 250 davon, 400 davon. Also im Grunde würde ich behaupten, wir haben das eigentlich auch sogar schon fast. Ich denke, der Weltraumlift ist in dieser Folge durchaus drin. Wenn ich mir das hier so angucke, das Elend, ne? Gut, wir brauchen 500 davon. Dann, was brauche ich? Ich brauche dann noch 250 Metallplatins. Ui. Einmal, zweimal, 50-50 Stack, 250. Wie viele Rods brauche ich? 400. Ja, die sind nach wie vor natürlich der limitierende Faktor. Wobei, ich gehe da kurz mal hoch und gönne mir mal hier 500 konkreten Zement. Oder in dem Fall Beton. 3, 4, ja, nee, ist klar. Ich sehe gerade eben, dass ich nicht genug Platz habe. Also alleine am Platzen möge es unter Umständen scheitern. Ich packe mal den Kollegen dahin, bis ich weiß, was ich mit ihm machen will. Dasselbe auch mit ihm hier. Und damit dürften wir weitgehend genügend Platz haben. Ich hau da nochmal was rein. Wie gesagt, das habe ich alles mit Hand gemacht. Und Liebe. Und dann haben wir jetzt 400. Noch nicht ganz. 100. 200. 300. Und dann werden wir uns mal angucken, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, wie man so einen Spacelift aufbaut. Also das ist schon sehr, sehr spacig. Moment, ich kann doch da drüben jetzt nochmal das Holz reinhauen, da wird wieder so ein Slot frei. Ja, ein Teil des Spiels ist halt schlicht und ergreifend halt auch herumorganisieren, was man so tut. Biomasse, Holz. Und da haben wir Wahnsinn, Holz, Mann. Hätte es kaum für möglich gehalten. Jetzt ist da irgendwas wieder durchgezwiebelt. Ich weiß jetzt schon, was ich mit diesem einen Teil mache. Wir haben einen kleinen Ausfall. Der mag nicht mehr. Okay, dann wissen wir schon, was wir mit ihm machen. Wir werden ihn übertakten. Mit dem zweiten Schneckenteil. So. Energiezelle. Mögest du dahin gehen und volle Übertaktungspower an den Start legen?
34 Megawatt ist jetzt hier seine Kapazität. Und ihr seht, ich kann das Ding dann nochmal um weitere 50% übertakten. Dann kommen wir so auf 41 oder würde ich mal sagen. Läuft. Im überhaupten Sinne. So, jetzt haben wir dann jetzt hier endlich, zack, die 400. Bup, 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 bup. Die 500 und jetzt könnten wir den Spacelift bauen. Ja, wo wollen wir ihn bauen? Irgendwo, wo ich ihn sehen kann, würde ich mal sagen. Ja, hier so, ne? Da kommen noch so Sachen ran, die kann ich dann später hier automatisiert andotzen. Deswegen mache ich das jetzt so. Augen auf. Wie das Ding sich jetzt hier baut. Ja, da kommt jetzt einiges zusammen, Leute. Und das ist die Basis. Und jetzt müssen wir nach oben gucken. Denn der Rest wird aus dem Weltall angeliefert. Da, das sind die Halteklammern, wie ihr seht. Der Rest wird jetzt heruntergelassen aus dem All. Da oben kommt schon das. Ist das Spacelift-Seil und die Schiene, wenn ihr so wollt. Und da haken sich die Dinger jetzt hier ein. Ihr seht's da, zack. Und jetzt kommt der eigentliche Spacelift runter. Verankert sich. Und ab jetzt haben wir Weltraumkontakt. Das Ding ist so Sci-Fi, ganz im Ernst. Ich würde es so feiern, wenn es sowas irgendwann mal echt geben würde. Ja, und diese Dinger, die haben natürlich ihre eigenen Agenden, wie ihr seht, ne? Wir brauchen jetzt hier 75 verstärkte Eisenplatten und 50 Rotoren, um hier raus was herzustellen. Ist der Wahnsinn. Ist einfach nur der Wahnsinn. Aber das Wichtige war jetzt halt einfach, dass wir das jetzt hier schon mal gemacht haben. Moment mal, ich kann eventuell diesen anderen Weg hochnehmen. Ja, und das Ding ist jetzt halt da, wie es halt so da ist, ne? Gut, wir werden deutlich noch mehr Metall brauchen. Das werden wir alles noch umbauen, umschustern müssen. So, aber das Wichtige ist, dass wir dadurch jetzt, glaube ich, jetzt hier Hub-Tier 3 freigeschaltet haben. Nee, haben wir noch nicht. Weltraumphase 1 abschließen. Verdammt, ich muss diesen Käse jetzt tatsächlich machen. Ich hasse es. Das hatte ich nie vor. Scheibengleister, 75 von diesem Zeug herstellen. Na gut, dann bauen wir es halt Schrauben. Das könnte ich jetzt natürlich auch voll automatisieren. Gar keine Frage. Könnte ich. Mache ich aber nicht. Wir machen das jetzt hier schnell von Hand. Nur um nochmal das Gefühl dafür zu bekommen, wie wertvoll Handarbeit ist. Ach komm, ich mache auch noch hier diesen Beton hier. Wisst ihr warum? Warum ich das die ganze Zeit hier mit mir rumtrage, ist mir auch ein Rätsel. So, und jetzt holen wir nochmal ein paar von den Dudes hier. Ach, ich nehme einfach alle. Und zurückgeräumt sind schnell wieder. Und jetzt kann ich hier verstärkte Eisenplatten machen. 18. Ihr seht, was das Problem ist. Die Schrauben sind der limitierende Faktor. Wir sollen 75 davon herstellen. Also ab jetzt geht es insgesamt so ein bisschen, ja nicht in die Stahlplatten, sondern eher so in die Rods. Und deswegen stelle ich jetzt hier auch die Produktion auf Rods kurz mal um. Denn die Metallplatten haben wir zuhauf, aber wir haben nicht genügend Rods. So, ich räume die gerade eben nochmal hier rein. Einfach nur das Prinzip. Können wir später immer noch wieder umstellen, ne? Ist gar kein Thema. So, nochmal gucken, wie sieht's aus mit unserem Sprit. Da kann ich noch was reinschmeißen. Wir müssen auch mal die Slots freikriegen, ne? So, wir können aber noch einen anderen, Dinge freischalten, wie die Wände hier zum Beispiel oder das hier, die Teilmontage. Wir müssen sowieso das jetzt hier machen, um den Rotor machen zu können, stelle ich gerade eben fest. Also müssen wir jetzt das hier in Angriff nehmen. So, da brauchen wir eine Menge von den Zeug. Auch da 300, da 500, jede Menge Kabel. Ach, ist das Leben schön. Um überhaupt den Rotor zu bekommen. Zack, 500.
Hoppala. Die nehmen wir auch gleich. Ja, ich werde davon eine ganze Weile laufen lassen müssen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ach Gott, ich hätte noch mehr rausnehmen sollen. So viel zu dem Thema. Wenn man das Gefühl hat, dass man zu viele Ressourcen hat, dann belehrt dich dieses Spiel ganz, ganz schnell wieder eines Besseren. Dass du de facto eigentlich noch gar nichts gehabt hast. Ja, das ist die traurige Wahrheit. Aber deswegen kann man das auch, wie ich persönlich finde, super auch so nebenbei laufen lassen. Kabel herstellen. Da könnte ich jetzt auch die Kabelproduktion automatisieren. So. Wird auch früher oder später sicherlich sinnvoll sein. Es eventuell aufsplitten, so 50-50, ne, Kabel und entsprechend dann wiederum einfach nur Drähte. Aber da sind wir noch nicht. Wo wir gerade eben bei da sind wir noch nicht sind. Hab hier noch jede Menge Erz oder Eisenbarren, besser gesagt, ich meine, was Sinnvolles verwandeln kann. Also mache ich daraus jede Menge Schrauben. Die wir auch noch brauchen. So, her damit. Her damit. Heiligsblechle ist das viele. Der blanke, blanke Wahnsinn. Beton haben wir bis jetzt noch relativ wenig gebraucht, aber ich glaube, das ändert sich mit der Zeit. Da drüben waren noch mehr Eisenquellen, ne? Aber die jetzt hier auch nochmal anschließen wäre natürlich sinnvoll. Oder man könnte nochmal auf Schneckenjagd gehen, das wäre natürlich auch eine Idee. Aber lasst mich jetzt erstmal hier nochmal die Kabel hier machen. Kabel, Kabel. Oh, also falsch. Ich will es da rausziehen. Das geht natürlich nicht. Den da nehme ich mit. Den Rest lasse ich da. Was sagt die Forschung? Barrel nuts can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in Hub Tier 1. Okay, in Hub Tier 1 gibt es einen neuen Blueprint. Den ich jetzt nur kurz mal angucken kann. Da müsste ich jetzt halt scannen, müsste ich 5 von diesen Nüssen reinschmeißen. Yeah. Aber wir haben ja gerade eben schon hier einen aktiven Meilenstein. Und ich würde jetzt einfach deswegen sagen, wir suchen nochmal Schneckis. Damit wir nochmal ein bisschen mehr Electricity. Ach. Das ist schon wieder der Scheiß, wo ich mich frage, wie ich da hochkommen soll. Freund war, also was heißt Freund? Ich war ja schon fast oben. Möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich habe bloß mich ein bisschen verhüpft. Hoppala. This semi-slug seems to emit potential energy from its crystalline shell. Further analysis of crystals required to determine. Ja, das war natürlich voll getimed, Leute. Das war Absicht, das war Absicht. Oh Gott, war das knapp. Ja, zum Glück hat es jemand gesehen. Zum Glück hat es jemand aufgenommen. Ach, das war ja ich selbst. So, wir haben nochmal so eine weitere Schnecke. Wir sollten uns jetzt mal ein bisschen um unsere Lebenspunkte kümmern, weil die sind wenig. Ihr seht, wir regenerieren ein paar Lebenspunkte hoch bis auf 3. Das ist das Maximum, was wir von alleine regenerieren, was aber trotzdem jetzt nicht unbedingt super geil viel ist, muss man einfach mal so sagen. Deswegen gibt es dann wiederum diese Teile hier. Nom, 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 nom. Und wir sind wieder gesund. So, dann produzieren wir hier nochmal so ein Teil. Was geht denn? Grüne Elektroschnecke. Ach, ich habe eine gelbe Elektroschnecke. Das ist eine andere Art. Ja, die sollte man natürlich auch untersuchen. Kenne ich noch gar nicht. Also ich persönlich weiß nicht, was sie tut. Kann natürlich sein, dass ihr es wisst. Aber bis ihr das in die Kommentare geschrieben habt, dürft es natürlich gerne tun. Das ist dann für die Leute, die das dann nicht wissen, die dann quasi das hier anschauen und selber genauso wenig wissen wie ich. Aber bis ich das dann quasi erlebt habe oder bis ich das gelesen habe, habe ich es wahrscheinlich selber schon rausgekriegt. So. Dann überlege ich mal gerade eben,
Was haben wir denn alles dabei? Keine Ahnung, hab ich eigentlich noch genügend Stahlplatten? Ich habe glaube ich nicht genügend Eisenplatten. Ich sollte dann auch mal. Ja, das hier wird zurück gehen zur Eisenplatte. Die hole ich dann immer wieder raus. Ah. Ich habe die gerade eben rausgeholt. So, wir holen jetzt hier noch das alles raus. Das schmeiße ich momentan nicht da rein. Wir machen ein paar Eisenplatten und wir machen ein paar verstärkte, aber aus anderen Gründen, denn ich will noch mehr. Ich will noch mehr Zeug mir jetzt hier holen. Noch mehr Ressourcen. Das füge ich dann alles zusammen. Auch wenn es dann total übertrieben ist. Aber ich glaube, wir haben noch gar nicht angefangen, Freunde. So, 5 Eisenplatten verstärkte. 2, 3, 4, 5. 6. Muss ich nur mal gucken, dass ich auch noch ein bisschen hoppala, Draht dabei habe. Ich brauche Kabel für mein Vorhaben. Ui. So. Hier. Kabel euch, genau. Also nicht nur, aber ich mache jetzt mal ein paar davon. Dass ich mal so 50 habe oder so. So, und dann gehen wir jetzt nämlich da wieder da runter und werden. Hier habe ich noch Beton dabei. Ich habe noch Beton dabei. Gut. Und dann zapfen wir da vorne das an. Wir sehen, da drüben ist nochmal eine grüne Schnecke. Die können wir ja auch noch versuchen zu holen bei Gelegenheit. Und ihr seht, dass wir hier definitiv. Ich bin jetzt einfach zu langsam, wie ich gerade sehe. Hier könnte man das echt abzapfen und sagen quasi, hey komm, mach mal lieber 2 daraus. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine blöde Idee. Also, eine Schmelze haben wir schon, wir brauchen einen weiteren Konstruktor. Für diese Plan. Genug Freiraum. Schwert sich das Ding ja schon über Freiraum. Wir machen erstmal das da weg. Ihr seid kurz mal alle aus, damit das mal klar ist. Ein weiterer Konstruktor. So, der ist ein bisschen weiter nach vorne gelagert wird. Dann mache ich den hier auseinander. Das da mal weg. Machen noch einen Konstruktor hin. 2 Konstruktoren nebeneinander. Das hier kommt mal weg. Dann machen wir im Moment noch einen Splitter dahin. Dieser Splitter hat die Aufgabe, wie ihr es euch denken könnt, das jetzt hier aufzuteilen. So, in 2 verschiedene, damit es schneller geht. Und da wieder ran. Dann machen wir jetzt hier wieder unser stromiges Geschäft dahin. So. Das Problem ist halt, ich kann halt wie immer jetzt hier nicht alles an dasselbe ran machen. Die Anzahl an Andockstationen für Strom sind halt wie immer sehr, sehr beschränkt. So. Das ist wieder so ein Trochen. Keine Ahnung, wie die in echt heißen. Die haben bestimmt irgendwie einen Namen, aber I don't know it yet. So, den muss ich jetzt natürlich noch sagen, was sie tun sollen. Gar keine Frage. Du machst Eisenstangen und du machst Eisenstangen. Gut, und das Lustige ist, ich kann jetzt hier wieder zusammenfügen. Moment. Das mache ich am besten sofort. Das müsste dadurch jetzt eigentlich schneller gehen. Ein Fusionator. Nein. Ach Gott. Verklickt und zugenäht.
So, und da kommt's raus. Und eigentlich müsste es jetzt dadurch doppelt so schnell gehen. Eisenstange, Eisenstange. Hallo? No power. Ja, das ist aber doof. Warum hat der no power? Weil der nicht angeschlossen ist. Oh, fuck, oh mio. Moment, wir machen das so. Jetzt ist er angeschlossen. Und jetzt sollte das gar kein Thema mehr sein. Gucken wir mal, ob das jetzt wirklich so funktioniert. Ansonsten habe ich nämlich den zweiten einfach hier und werde ihn dann einfach dann an das nächste Eisen da drüben jetzt hier anschließen. Ich sehe schon wieder, wir sind schon wieder so dermaßen über die Zeit. Die Zeit rast dieses Spiel. Ich baue die Dinger jetzt noch schnell ab und sage an dieser Stelle, ich beobachte das jetzt einfach mal während der Aufnahmepause, also zwischen den Aufnahmen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für jeden Like, den ihr da gelassen habt und bedanke mich auch für jeden Kommentar und natürlich auch, falls ihr mich weiterempfohlen haben solltet oder das noch tut. Und ja, bedanke mich dann auch für jeden sonstigen Support, insbesondere für meine Patreons. Insbesondere Pastor Pinsi und The Devil for HD, meine beiden Ehrendoktoren und Gefährten. Ich bin raus. Macht's gut. Schöne Zeit. Tschüss.